Hey Dudes, ich bin der MRTN. Ich treibe der Pistole. Und herzlich willkommen zurück zum Marco Strelle Superstar. Es hat im Team wieder ein paar andere gegeben. Wir haben ja letztes Mal uns 5 Updates erspielt. Und die habe ich jetzt eingesetzt. Und zwar, wir haben neu im Team den Kubo. Wir haben den Sanogo. Affolto, der Schar. Und im Gold der Vanins. Vanna. Vanin. Weiss nicht, wie man das ausspricht. Ich würde sagen, ohne grosses Labern gehen wir einfach mal ins Spiel 1. Gegner Nummer 1 ist gefunden. Heute geht es eigentlich relativ schnell. Okay, das ist schon wieder so ein Club, den ich nicht kenne. Sorry! Oh je, meine. Gib Ball! Schön, Rüffli. Ah, Marco, komm! Ja! Oh! Jawohl! Ah je, 1-0. Einfach durchdribbelt und zack, bumm. Nein! Oh, weg mit dem Ball! Hey, was ist da los, Mann? Affolter. Komm, Marco. Lauf. Und jetzt? Schafft das? 2-0! Und zwar von Marco. Schöne Annahme und dann einfach um den Goalie rumgestüpft. Ah je, das läuft so viel besser, wie ich mir das jemals hätte vorgestellt, weißt du? Die Halbzeitstatistik spricht ja wohl für sich selber, oder? Strelli, was machst du, geiles Sieg? Schau mal, da hat der Ball immer noch. Wie da sitzt. Genau so muss es laufen. Schon wieder 3-0 vorne, Mann. Marco, danke. Komm, jetzt darf er wand. Ja! Mach doch das Goal. Jetzt! Ja, Marco! 4-0! Und dann noch was für ein gemütliches Goal. Ich kann sich schön freilaufen. Einfach reinschieben. Der Goalie fällt noch. Schau mal an. Yes, das auch noch gerade. Also warte jetzt mal kurz schnell überlegen. Wir haben einen Sieg, wir haben 3 Goal, also 4 Goal Vorsprung. Das sind 2 Aufwertungen. Wir haben den Rage Quit vom Gegner, ist eine Aufwertung. Wir haben 2 Goal von Marco. Der Sanogo hat einen 9,4 Rating. Okay. Wir haben 2 Goal von Marco, Mann. Das ist 1, 2, 3, 4, 6 Aufwertungen, Mann, in einem Spiel. Ich weiß bald nicht mehr, was für Leute einsetzen. Es geht viel zu schnell. Ey, der Marco ist viel zu gut. So, Gegner Nummer 2. Hätte ich vielleicht ein bisschen auf sein Chemie-Rating achten sollen. Ich habe schon wieder vergessen, die Nummer zu wechseln, Mann. Jetzt bist du durch. Lauf, Marco, lauf. Und zack. Ah. Jumento! Yes, da ist durch, Kubo. Auf Marco! Oh! 1-0 nach 15 Minuten. Kopfballgoal, genau so macht er das. Genau ausgesehen wie im echten. Schauen wir es nochmal schnell an. Angehalten. Flanke auf den Kopf und Goal, ich kann absolut nichts mehr machen. Gang doch einer an! Was ist jetzt los? Was? Penalty? Nein! Hey, aber das ist doch unterste, Mann. Was soll das? So, Vanins. Vanna. Mittig. Erstens, ich hätte ihn gehabt und zweitens auch verschießen. Das müssen wir gerade nochmal schauen. Das musst du doch fast schon extra machen, ey. Das passiert nicht einfach so. Jetzt musst du ihn gerade schauen. Zack! Komm auf den Marco! 2-0! Schau mal, wie schön rausgespielt. Zack, und der kommt einfach dran. Strelle, Vidosic, Strelle und 3-0. Komm. Hey, Marco! So, jetzt touchen wir mit dem Streller einmal drauf. Oder wir skillen uns einfach durch. Guter Dribbel, Marco. Guter Dribbel. Sanogo. Mal schauen. Kannst du von der Weite schießen? Nein, du kannst überhaupt nicht. I believe I can fly. I believe I can touch the sky.
Ist echt das der falsche Fuss gewesen? Wenn nicht, wäre es schon ein bisschen peinlich. He? So, Sanogo, Chance Nummer 2. Ja, yeah, schon ein bisschen besser. Hey, schau dir mal an, was passiert ist. Rage Quit Nummer 2. Das gibt nochmal einen Sieg, einen Rage Quit und 2 Goal. Das sind nochmal 4 Aufwertungen. Das heisst, wir haben gesamthaft 10 Aufwertungen in 2 Spielen geholt. Ey, das ist ja völlig übertrieben. Wenn das so weitergeht, haben wir irgendwie in der Folge Nummer 5 oder so, haben wir am Schluss das komplette Team of the Year auf dem Platz oder was? Also, ich beschwere mich natürlich selbstverständlich nicht. Ich würde sagen, mit dem beenden wir die Folge. Ey, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Es macht echt Freude, mit dem Team zu spielen. Es läuft anders gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, und das wäre ein Verbesserungsvorschlag für die nächste Folge. Neu dabei sind da Mehmedi. Ich bin Mehmedi und ich muss mich nicht mit jemandem vergleichen. Der Delgado, der Chaka, der Berami, der Rodriguez, Abraham, der Sommer im Goal, der Lichtsteiner und der Inler. Und ich beschisse ein bisschen mit dem Manager, indem ich der Jacke reingehauen habe, wo jetzt sehr gemütlich mir die Chemie noch ein bisschen aufdrückt für die ganzen Schweizer im Team. Ich bin also sehr gespannt, wie sich das Ganze das nächste Mal wird spielen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kommen wir Cheers! Oh! Was für ein Goal!